Krieg von 2079 brachte keine Gewinner hervor. Die Überlebenden verkrochen sich im sicheren Untergrund oder waren im Freien der Radioaktivität und mutagenen Viren schutzlos ausgesetzt. Seither sind 60 Jahre vergangen. Zwei Armeen wollen die Herrschaft über die Planetenoberfläche gewinnen. Es kommt zu einem erbitterten Krieg um Land, Öl und das Schicksal der Menschheit. Hallo liebe Leute, Sarge ist wieder hier, alias KKND Westbrook Boy, mit einem neuen Let's Play und einem guten alten Spiel. KKND Extreme, der Vorgänger zu KKND 2 Crossfire. Ja, ich habe mir gedacht, da C&C jetzt nicht so gut läuft und ich keinen Bock mehr auf C&C habe, daher das Projekt auch jetzt eingestellt ist, auch wenn vielleicht ich noch die Restaufnahmen von meiner Festplatte noch hochladen werde. Machst du mal ein ordentliches Let's Play. Diesmal kein PlayStation-Spiel, sondern ein PC-Spiel. Etwas von meiner Lieblingsreihe, nämlich KKND. Bevor ich aber jetzt loslege, muss ich noch euch etwas mitteilen. Sonst fragt ihr mich viele Dinge. Die paar Zuschauer, die ich habe. Naja. Und zwar folgendes: Ich habe Grafikprobleme in diesem Spiel. Die seht ihr jetzt nicht, weil Fraps nimmt das Spiel normal auf. Ich weiß nicht, warum auch immer. Das heißt, ich habe es manchmal hier so richtig bunt und manchmal kommen so Phasen, wo der ganze Bildschirm einfach nur richtig bunt wie so ein Kondomsortiment aussieht, ehrlich mal. Dann muss ich kurz ins Menü. Und dann wieder zurück zum Spiel, dann geht es. Also, bevor ich euch fragt, warum ich die ganze Zeit ins Menü gehe, wegen nichts. Gut. Aber wir wollen jetzt nicht weiter labern. Wir wollen zocken! Also, ergo, neues Spiel. Ich werde die Überlebenden-Kampagne spielen. Und go. Diese Funkanlage funktioniert noch. Wir benutzen sie von nun an. Gut gemacht mit dem Training, Commander. Sie sind jung, aber haben sich bewährt. Es ist Zeit für eine richtige Mission. Noch ist die Oberfläche übersät von Mutanten. Während der nächsten Monate werden wir sie zurückgewinnen. Die Radioaktivität ist gering genug für uns. Gehen Sie also raus und vernichten Sie die Mutanten. Sie sind fanatisch und glauben, wir brächten ihnen einen weiteren nuklearen Winter. Mit Gewalt werden wir sie umstimmen, General. Ende. So, und los geht's hier. Ich werde erstmal den Sound etwas... Ich glaube, die Musik lasse ich so. Die Musik kann so bleiben, die ist richtig cool. Dann wollen wir mal! Los geht's! In die erste Mission von KKND Extreme. Ich weiß, dass das Spiel richtig, richtig bombenschwer sein soll. Also am Anfang ist es noch, wie gesagt... was laber ich hier? Mein Gott, laber ich hier? Scheiße. Nein, zurück zum Thema. Das Spiel ist in der Mitte des Spiels recht schwer. Der Anfang ist recht leicht, wie in jedem Strategiespiel der alten guten Zeit. Aber... halt, dieses soll noch ein Ticken schwerer sein. Es soll schon im Bereich des der Unfairness gehen. Ist aber damals immer so gewesen. Jede KI hat gecheatet. Ja, weil sonst spielt ja nicht. Dann wäre das Spiel aber nicht so super, versteht ihr? Ich laber hier wieder so viel Scheiße. Ist ja das. So. Die erste Mission ist noch recht easy. Irgendwie Standard damals gewesen. Erste Mission, ein paar Einheiten hat man, macht den Gegner platt, nach dem Motto. Fast in jedem Strategiespiel war das in der ersten Mission. Siehe Command & Conquer Alarmstufe Rund 1, da war das genauso. Und in Tiberium Konflikt auch. Also guck mal, da war damals Standard. Dann wollen wir mal.
Fahrzeuge zurückhalten, weil die halten komischerweise nicht so viel aus. Und jetzt kommt so ein Grafikbug, dann mache ich einfach das und schon läuft's wieder. Wie gesagt, ihr seht das nicht, das sehen nur ich. Keine Ahnung, Fraps, warum Fraps das richtig macht, da sieht man, dass Fraps besser ist als das Spiel. Denn Fraps nimmt wenigstens die Grafik vernünftig auf. Was soll's. Für die Leute, die jetzt meinen, ich laber viel zu viel Scheiße, ja, ich weiß. Ich versuche noch meinen Let's Player-Style zu finden. Ich bin eher ein passiver Let's Player. Ich nehme nur wirklich Let's Plays auf, wenn ich Bock dazu habe. Deswegen, also erwartet jetzt nicht große Projekte, wo jeden Tag bei mir was hochgeladen wird. Ich mache dann einfach nur Just for Fun. Links. Ah. Orientierungsprobleme habe ich auch noch, ey. Was los mit dir? Was kalt da. Bam. Oh, die Musik ist einfach nur herrlich an diesem Spiel. Also das kann ich sagen. Also die Musik ist super. Ich würde sie sogar lauter drehen, aber ich glaube, dann hört man mich nicht mehr. Bewegt euch. Los geht's. Ja, los geht's. Schon wieder Grafikbugs, ich werde ja nicht. Ich weiß nicht, ob meine Grafikkarte zu gut ist für das Spiel oder ob es am Windows 7 liegt. Ich habe eine Windows 7 64-Bit-Version. Aber wir haben die Mission erfolgreich beendet und die nächste Einsatzbesprechung wartet. Viel Spaß. Empfangen Sie mich, Commander. Gute Arbeit, die erste Runde gegen diese Freaks ging an Sie. Ich liebe diesen Morgenduft. Wir haben es geschafft, einen Vorposten auf der Oberfläche zu errichten, dank Ihrer Erfolge. Wir werden darauf aufbauen. Bereiten Sie daher das Gebiet für ein Kraftwerk vor. Verlieren Sie keines der Gebäude, eliminieren Sie alle Mutanten und sammeln Sie 5000 Ressourceneinheiten. Dann... Verdammt! Die Mutanten sind durchgebrochen. Auf zum Vorposten! Weitere Instruktionen folgen, sobald die Gefahr gebannt ist. General, Ende! Los geht's! Machen wir die Mutanten kalt. Schon unterwegs! Ja, Weg für uns KI nicht die beste. So, aufteilen in zwei Grüppchen. Ah, die Fahrzeuge sollten da jetzt besser... Nein! Ihr habt die angezogen, ihr Idioten! Fahrzeuge sind nicht richtig, die machen viel Schaden, halten aber verdammt wenig aus. Jetzt müssen wir 5000 Ressourceneinheiten sammeln. Dazu bedienen wir uns eines Kraftwerks ab. Es ist wichtig, dass die, dass wir unser Verteidigungsring etwas eng ziehen, weil wir können keine Einheiten nachbauen. Und wir müssen jetzt Ressourcen sammeln bis zum Gehtnicht mehr. Naja, eigentlich nicht bis zum Gehtnicht mehr, sondern einfach nur 5000. Konzentriert euch auf die Wolfsbestien! Warum bewegt ihr euch nicht? Angreifen! So, für diejenigen, die es nicht wissen, man sammelt sogenannte Energiepunkte. Oder ob das Credits sein sollen, das weiß ich nicht. Ich denke mal, das ist eher mehr Strom, weil es ist ein Kraftwerk, also Energie. Ich nenne es mal Energiepunkte. Oder Ressourceneinheiten sind das, ne? Naja. Also man sammelt Öl. Man muss immer eine mobile Bohrturm hier auf das Öl platzieren und dann fährt immer ein Tanker hin und her, der das Öl dann abholt und dann das Geld. Ah, die Shotgun schützen. Ah, fuck da. Oh, Scheiße.
dieser Tanker bringt immer 500 ein. In KKN2 ist das so, dass man das Kraftwerk upgraden muss. Da bringt der Tanker nur 400 und wenn man das Kraftwerk upgradet, bringt er dann mehr. Wie das Upgraden funktioniert, zeige ich euch auch noch später. In einer weiteren Mission können wir das dann machen. Man muss einfach ein Forschungsgebäude bauen und dann halt die Gebäude upgraden. Kann man halt bessere Einheiten bauen oder neue Technologien freischalten. Und das finde ich ja richtig kackenreich. Lass ihn mal abtanken, der überfährt ihn gleich. Ach du Scheiße. Ich find's cool lustig, dass der Tanker die Einheit überfahren kann, Ballradtransporter. Die könnten doch normal auch die Einheit überfahren. SMS beantwortet. Weil die Mission ist eigentlich easygoing. Ressourcen sammeln. Da ist jetzt schon die letzte Fahrt, die der macht. Oh, ich habe noch recht viele Einheiten übrig. Nur zwei Geländefahrzeuge haben wir verloren. Vier Infanteristen. Geht doch. Wollen sie angreifen, aber jetzt haben wir schon gewonnen. Jo! Und somit zum ersten Part.